Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Kreuzworträtselrunde mit Opa Exido. Ja, es geht mal wieder in eine Doppelrunde, beziehungsweise in eine Versus-Runde, bei der ich nur noch ein Wort sagen muss, damit es losgeht, und zwar Lohos. Und dann fangen wir mal wieder an. Also mir wurde gesagt, ich werde üblicherweise zwar beim Reden gehört von der anderen Seite, aber es sollte möglich sein, dass ich trotzdem aussprechen kann, was ich hier eintrage. Vielleicht tue ich es aber trotzdem nicht. Einfach nur, warte mal, Backmasse. Ja, das könnte Nudelteig zum Beispiel sein. Echt jetzt? Nee. Wird ja nicht gebacken so wirklich. Was haben wir denn noch? Prosa-Dichtung. Oh, wie ich das hasse. Augenblick ist der Moment mal. Moment mal. Feuchte Bachwiese hatten wir schon öfter mal. Was haben wir hier noch? Prosa-Dichtung könnte dann wohl der hier sein. So. Dann das Polartier ist der hier. Ja, ja. Umgangssprachlich Unsinn. Blödsinn. Nein, Backmasse, ja, haben wir doch, ist doch easy, unrundlaufend, eiernd, oder eiern, genau, anders, nicht das Wort, warte mal, was haben wir denn hier, weiß ich noch nicht, Sayonara ist ein bisschen zu lang dafür. Altrömischer Gruß ist natürlich Ave. Pegel ist das. Nee, wie? Was? Das ist die Handcreme. To eat ist diesesjenige. So, Federtier ist natürlich das da. Salü. Nee. Echt jetzt? Ich weiß es noch nicht. Aristokratie ist aber wirklich dann der Adel, also Salü, ja, ist dann, ich hätte jetzt so gedacht, dass da wird ein T hinten rangesetzt tatsächlich, aber vielleicht wurde es jetzt einfach so, wie wir es in Deutsch schreiben würden, dann wäre hier ein Ü dran, oder UE stimmt jetzt tatsächlich in dem, ich weiß es nicht, die Anden sind das südamerikanische Gebirge, ausnahmsweise habe ich da mal aufgepasst in Geografie. Schlagrhythmus ist natürlich mir noch nicht bekannt. Achso, das ist der Beat, natürlich. Taubenlaute ist das da. Dann haben wir hier den. Punkt, 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 Dame, König, Ass. Charakterbild ist mir noch nicht bekannt. Chemisches Element könnte alles Mögliche noch sein. Was? Popeye? Ich weiß es noch nicht. Diebstahl ist das. EDV-Begriff. Bin ich gespannt, was es diesmal ist. Was haben wir hier? Ausdauernde Gräser. Wä? Umgangssprachlich Unsinn ist natürlich der Stuss. Ausdauernde Gräser sind doch. Nee. Ich weiß es noch nicht. Ackerboden. Duftende Pflanze. Könnte eine Rose sein. Ist also, könnte keine Rose sein. Heftig. Stark, sehr. Gesamtheit der Äste. Ja. Wüstenrastort kann ich wieder. Erste Frau Jakobs. Wer ist denn Jakob jetzt wieder? Nein, Quatsch. Hier, Gesamtheit der Äste ist natürlich diesesjenige. Erste Frau Jakobs, Eva. Süddeutsche Landschaft. Ja. Ja, Bayern zum Beispiel, die Alpen. Was gibt's da noch so alles? Also das ist erstmal das. Duftende Pflanze. Agave. Nein, keine Ahnung.
Ehrlich nicht. Ackerboden, was ist denn der Ackerboden nochmal? Oh, hier sind so viele Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Oh Gott, das chemische Element, was haben wir denn da alles? Gehen wir jetzt alle durch oder lassen wir das? Ich probiere mal hier wirklich Eva. Nee, ist es auch nicht. Mia, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin da nicht so belesen in Sachen Fantasy-Romane. Nicht bei allen. EDV-Begriff. Was könnte das sein? Natürlich. Hier habe ich wirklich keine Ahnung, was damit gemeint sein soll. Eierpuppe. Habe ich nie gehört. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, was. Also ich kenne. Nee. Ehrlich gesagt, nee, also. Das klingt wie sowas, was man Babys sagen würde. Also so Babysprache, so ein bisschen. Oder, also ich glaube nicht, dass das irgendwas Griechisches ist. wenn doch, ist das ja. Was ist denn hier? Aufbruch ist natürlich dann das da. Ja. Ach, natürlich, der Ackerboden ist das da gewesen. Dann haben wir die auch. Jetzt wird es langsam wieder besser. Ah, da hat das Ries für die süddeutsche Landschaft hatte ich mir irgendwie gerade schon so gedacht. Dann haben wir hier diejenige. Und was ist noch? Ach Mist. Oh Gott. Charakterbild weiß ich immer noch nicht. Chemisches Element. Das auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, was ist das? Tatsächlich, das C, das habe ich mir denken können. Ich weiß nicht, was da am Ende kommt. Davon beides nicht. Da kommt auch sowas nicht hin. Okay. Ach, natürlich. Klar, jetzt habe ich es auch wieder. So, das Charakterbild ist dann das Image. Okay, und jetzt ist es nur noch ausdauernde Gräser. Ach, warte ich jetzt noch, bevor ich es verlauten lasse, oder lasse ich es verlauten? Entschuldigung! Okay, dann lasse ich noch nicht verlauten, dass ich fertig bin. Okay. Dann mache ich mich mal an das andere Rätsel. Okay. Gut, dann nehmen wir mal das mit dem Lösungswort. Hauptstadt von Taiwan. Das ist einfach. Und ja, es gibt ein Land, das heißt Taiwan, und es gibt eine Hauptstadt davon. Ich werde in meinem Leben nie wieder nach China einreisen dürfen, wenn ich das so sage. So. Stacheltier ist natürlich das da. Okay. Das haben wir auch. Ähm,
Wenn ich jetzt drei Buchstaben habe und rate, dass das Wort, nee, das. Okay, klappt schon gar nicht mehr. Nordwesteuropäer. Was ist denn nordwestlich? Also Engländer sind es nicht. Teilzahlung ist klar. Stehende Gewässer sind auch klar. Ehemaliger Soldat ist auch klar. Gut, dann weiß ich, was das vierte ist. Anhängsel. Lehre vom Satzbau. Was war das nochmal? Also, gucken wir mal, wenn ich jetzt sagen würde, dass das, also dass die Lehre vom Satzbau ja üblicherweise auf einen bestimmten Buchstaben enden muss. Ich suche mir erstmal die 6. Läuse-Ei. Oh. Weiß ich noch nicht. Anhängsel ist dann. Ach, das wehmütige Dicht. Ich wusste, das kommt heute noch. Hilfe. Bootssport. Könnte das sein? Ja. Wird es auch. Ja. Ist es auch. Also hier kommt ein S rein, sage ich jetzt einfach mal. Bäuerliche Dienerschaft. Haut das wirklich hin? Nee, kann ja gar nicht. Hier ist ja, da kommt ja ein N schon mal rein. Wie hießen die denn nochmal? Probe ist ein Test, okay. Bäuerliche Dienerschaft. Männlicher Kurzname im Englischen, das ist jetzt gerade doof. Gott, was gibt's hier noch so, was ich mir erschließen könnte? Anhängsel, was könnte noch ein Anhängsel sein? Verwandtschaft, was gibt's denn da noch? Also da kommt ein N rein, würde ich sagen. Gepäck ist es ja auch nicht, ist auch nicht Anhängsel. Ich komme echt nicht drauf, was meinen die denn jetzt? Also, wir haben hier PER O angeblich. Bündnis wäre dann. Der Pakt, ja genau. Ich gehe jetzt einfach mal durch, was ich habe. Also hier kommt Taipei rein. Hier kommt Flussgelände Auen bzw. Stacheltier-Igel. Hier Felderträge sind die Ernten. Also haben wir Per und Epos ist das Heldengedicht eigentlich, weil stehende Gewässer sind auch Seen, das würde hinhauen bisher. Außerdem haben wir hier Teilzahlung gleich Rate, Schriftstück könnte die Akte sein beispielsweise, was auch wieder zu dem Bündnis, dem Pakt passen würde. Ehemaliger Soldat ist ein Veteran, haut sowieso dann mit allem anderen zusammen hin. Also die Ecke hier ist gar nicht so schlecht bisher. Hier haben wir den Erlkönig, das hilft mir aber jetzt bei der, also Pero. Pero ist... auf jeden Fall, also Englisch für Schluss ist hier End. Da haben wir also ein D am Ende. Pero.
Wenn ich das wehmütige Gedicht noch kennen würde. Wenn ich noch wüsste, was das ist. Also, ein Balte hier ist ein Äste. So, dann haben wir hier auch noch Segeln als Bootssport. Die bäuerliche Dienerschaft, die ist mir gerade noch nicht so bekannt. Hier haben wir den Test drin. Dann ist das... Englischer Kurzname ist dann Ted. Auf jeden Fall. Das Nö ist Nee. Dann haben wir hier also ein E. Dann haben wir hier ein D. Dann haben wir hier ein N. Hier haben wir noch nichts. Hier haben wir ein S. Gesinde. Könnte das sein? Was ist nochmal die... Was ist nochmal die... Das Läuse-Ei? Was, irgendwas mit Isse am Ende? Misse, Nisse? Ich würde es am liebsten mal wissen wollen. Ich glaube, ich nehme mir das Wort mal. Ich habe mir gegönnt und es war richtig. Nice. So, dann machen wir auch mal den anderen. Dann wäre das ja Perozit oder Peroki. Machen wir mal hier weiter. Selten ist rar ist selten. Dann kommt hier ein T rein. Dann haben wir hier ein N. Ungar. Gekocht. Nein, hier ist was anderes gemeint. Großmütter sind Omas oder Omis oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, dann wäre das M. Gespannt warten ist harren. Ma. G. Mag. Keine Ahnung bisher. Aber hier kommt wahrscheinlich ein A hin. Währung in Südafrika. Oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich weiß Andre Agassi. A-G-A-S-S-I, ja. Ausländisches Zahlungsmittel ist eine Devise. Also A und D haben wir hier. Außerdem, Währung in Südafrika ist der neue Bitcoin-Killer, das Sand-Token. Natürlich nicht. Das ist es nämlich. Also, ich habe echt keine Ahnung. Also, Perozit, Perokit, nee, Perokit. Also, ich hätte eher gedacht, dass die Lehre vom Satzbau irgendeine Ick ist. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also, dementsprechend. Wir lösen mal weiter. Ich weiß noch nicht, was das Lösungswort sein soll. Ups. So. Nordwesteuropäer. Werden wir uns auch noch mal dazu befassen. Bayerisch für knusprig. Weiß ich auch noch nicht. Ich gehe erst mal so ein bisschen hier durch. Ehemaliger Soldat ist natürlich, wie gesagt, der Veteran. Teilzahlung ist die Rate. Schriftstück ist dann die Akte. Felderträge sind Ernten. Easy, easy. Dann ist da hier der Schotte gemeint. Ja, Devise, wie gesagt, bayerisch knusprig. Reich. Nee, resch. Okay. Ich hätte ja fesch gesagt. Oh nein, die nordfriesische Insel ist Sylt. Endlich mal eine, die ich kenne. So, dann haben wir hier Sold, dann haben wir hier Nee, dann haben wir hier Segeln, dann Gesinde, ja, ja. Ted war das hier, weil, die Elegie war das, ja, jetzt kam es mir auch wieder in den Sinn. So, gespannt warten war Harren, dann, okay, dann war es nicht Harren. Glückwunsch! Ach, Peroxid ist das. Ah, jetzt habe ich es auch. Oh Mann.
Ah, ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich das Lösungswort einfach nicht. Natürlich. Oh, das hätte viel schneller gehen können. Wegen dem blöden X. Rar ist selten. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Ach Mann, die Lehre vom Satzbau. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht als Lehre, ich sehe das als Satzbau. Heißt Syntax auch Lehre vom Satzbau oder heißt das nur Satzbau? Heißt das wirklich Lehre vom Satzbau? Boah, ist ja fies. Weil ich als Informatiker krieg den Syntax immer nur als Satzbau zu hören. So, ups, das war das. So, da haben wir hier die Omas. Einzeldarsteller ist ein Solist. Frauenname ist dann Ute. Nee, Uta. Magia. Bisher nicht davon gehört, was das ist. So, dann machen wir mal hier Andre Agassi noch fertig. Bischof von Rom ist der Papst. Ja, jetzt ist es einfach. Musikpreis der USA. Sagt mir gerade gar nicht mal was. Alkoholisches Getränk. Ich weiß auch nicht. Das sieht komisch aus. Was ist denn das? Also erstmal machen wir die MMS. Die Mama ist das. Was ist das denn für ein... Hast du von diesem alkoholischen Getränk schon mal gehört? Gut, ich weiß auch nicht, was Pastis ist. Ich habe auch keine Ahnung. Es ist ja Wahnsinn. Na, auf jeden Fall, fertig. So, dann jetzt noch das Preisrätsel, weil ja Sonntag ist bei mir. So. Will ich jetzt doch noch mal flexen und das einfach machen, ohne das Lösungswort zu erraten vorher? Ich glaube, das mache ich mal. So, Gegenteil von über. Dann das, kleiner Karpfenfisch, weiß ich noch nicht. Könnte, nee, Eselsruf. Ja. Englisch Osten ist ja auch Easty. Easty. Nachtlager. Nee. Englisch Baum. Wenigstens haufenweise Englisch mit dabei. Das ist doch schön. Lebe wohl ist AD. Gerade beim Judo ist der Dan. Ich hab's mir gemerkt. Empfangsteil. Den haben wir auch. Augenblicklich. Nachspeise. Das. Nachtlager ist dann wahrscheinlich das da. Ja. Kleiner Karpfenfisch. Amateur ist ein Laie. War das so? Ja. Schwur ist der Eid. Englisch fühlen machen wir noch. Viel Luftmangel ist. Atemnot durch die Nacht. Oliver. Keine Ahnung gerade. Gebildet ist belesen. Ja. Okay. Raumfahrt. Behörde ist die NASA diesmal. Diesmal nicht die ESA. Dann haben wir hier die Raben. Und dann fehlt mir eigentlich nur noch, fehlen mir nur noch vier Buchstaben. Augenblicklich war derzeit. Kennst du einen US-Regisseur mit fünf Buchstaben, der Oliver mit Vornamen heißt? Shit, ich nicht. Das war es wahrscheinlich nicht, aber mir wird es nicht als falsch angezeigt.
Oh. Okay, jetzt wird es mir angezeigt. Ah. Fertig! Und ich habe keine Ahnung, wer Oliver Stone ist. Tut mir leid. Was hat er denn für Filme gemacht? Okay, gut. Dann bin ich nicht der Einzige, der das nicht weiß. Das ist schön. Ja, damit war es das mal wieder mit unserer Rätselrunde. Wir sind mal wieder unter einer halben Stunde geblieben, sogar für drei Rätsel. Ausdauernde Gräser sind Binsen. Das ist ja schön. Ja, und wenn man eine ausdauernde Weisheit hat, dann ist das eine Binsenweisheit. Cäsium. Ja, das ist echt fies. Also ich weiß, dass es das Element gibt. Ich weiß nicht, wo das im Periodensystem steht. Gucken wir doch mal. Cäsium. Ist das 55. Element. Ordnungszahl 55. Und sieht anscheinend so aus. Was? Ja. Ja. So sieht Cäsium aus. So, ansonsten dürfte diesmal alles wieder relativ okay gewesen sein. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Worte gibt, die euch unbekannt waren, könnt ihr das ruhig gerne zum Ausdruck bringen in den Kommentaren. Fertig! Oh, das ist ja schön. Dann können wir ja jetzt Schluss machen für heute. Und dann gibt es bald wieder Essen. Ich habe heute schon wieder auf leeren Magen gerätselt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!